Und bei mir im Studio ist jetzt Clemens Wasner, der den Verein AI Austria gegründet hat. Schönen guten Abend, danke fürs Kommen. Guten Abend, danke für die Einladung. Bitte gerne. Ja, Clemens, das, was wir da im Beitrag gesehen haben, dieser Avatar, der statt dem Schüler in der Klasse sitzt, ist das ein ambitioniertes Projekt, das jetzt einem Einzelnen hilft? Oder sehen wir da schon ein Stück Zukunft? Zukunft. Wir sehen eigentlich Gegenwart, würde ich sagen, weil das ähnlich gelagerte Projekte gibt es eigentlich weltweit schon mehrere hundert, also bis knapp 1000. Also die Kategorie für diese Art von Roboter nennt sich Telepräsenzroboter. Wir sagen halt das Menschen-Avatar dazu. Und die werden vor allem in diesem Bereich eingesetzt. Und es wird auch von erfreulicherweise von den meisten Schulen akzeptiert. Also mir ist nur ein einziger Fall in England bekannt, wo eine Schule dagegen geklagt hat und das Kind dann nicht mehr in der Form am Unterricht teilnehmen kann. Aber sonst wird sowohl von Schülern als auch von Lehrern akzeptiert. Du hast jetzt schon angesprochen, dass da weltweit einiges weitergeht. Jetzt warst du selber viele Jahre in Asien tätig und dort ist die künstliche Intelligenz im Alltag schon lange ein Thema. Inwieweit sind uns da die Asiaten in diesem Bereich voraus? Ich würde sagen, also prinzipiell muss man festhalten, dass wir alle von künstlicher Intelligenz eigentlich umgeben sind, ohne das Ganze zu bemerken. Also Stichwort, wenn ich im Internet etwas einkaufe oder Hotel buche, der Preis, den ich sehe, der mir vorgeschlagen wird oder das Hotel, das basiert eigentlich bereits auf einer künstlichen Intelligenz. Wo sich Asien von uns unterscheidet, ist dieser, ich würde sagen, verspielte und auch relativ normale Zugang zu Robotik und Roboter. Also falls du dich daran erinnerst, es hatte bereits vor 20 Jahren diesen Roboterhund von Sony gegeben, vor 10 Jahren von Honda den Asimo, der gehen kann und tanzen. Und Roboter werden eigentlich als etwas Normales im Alltag angesehen. Inwieweit, dass die dann auch, ich weiß nicht, jetzt im Pflegebereich arbeiten oder im Servicebereich oder wie weit geht das bei denen? Das geht sehr weit, da muss man aber fairerweise festhalten, dass es in Asien, also speziell in Japan, eine weitere Definition davon gibt, was ein Roboter ist. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt die Sujets, die du vorher gespielt hast, anschaue, dann denken wir bei Europäern immer an einen humanoiden Roboter. Also im positiven Fall an den Data von Star Trek, im schlechteren Fall an den Arnold Schwarzenegger und Terminator. In Japan ist ein Roboter nur so definiert, dass er über Sensoren verfügt, über einen Motor, der quasi das ganze Ding bewegen kann und über eine Recheneinheit. Also mit anderen Worten, eine intelligente Hebehilfe, die jetzt eine Patientin oder einen Patienten aus dem Bett hebt, gilt dort bereits als Roboter. Eine Hebehilfe, die man sich umschnallt und die jetzt zum Beispiel einer Pflegerin hilft, detto. Aber sowas haben wir zum Beispiel in Österreich nicht vermehrt, soweit ich zumindest weiß. Man hat schon das Gefühl, Österreich und auch Europa ist da etwa Asien zum Beispiel um einiges hinten nach. Warum ist das so? Weil, also einerseits hängt es sicher damit zusammen, dass die in Japan sehr stark die Autokonzerne daran forschen. Also es gibt dort wirklich sehr große Unternehmen, die Treiber für diese Entwicklung sind. Also ich habe das auch früher erwähnt mit Honda, Toyota hat genauso Unsummen in Robotik investiert und man sieht das wirklich als die nächste Evolutionsstufe, weil irgendwann der Personalverkehr runtergehen wird, also der Individualverkehr mit Autos. Und dementsprechend ist sehr viel Forschung tätig. Und das andere, also man sagt ja immer, Japan ist ein Versuchslabor für eine alternde Gesellschaft, weil in Japan Stand heute sind 25% der Gesellschaft über 65 Jahre alt. Das heißt, der Pflegebedarf ist jetzt relativ gesehen um einiges größer als in Österreich. Gleichzeitig hat Japan de facto keine Einwanderung. Also ich habe da Statistik gesehen, dass im Jahr 2017 waren, glaube ich, 18 oder 19 Pflegerinnen überhaupt nur mit einem speziellen Visa in Japan. Der Rest waren dann Einheimische oder eben Roboter. Das spricht jetzt eher ein Thema an, auf das ich kommen wollte. Aber jetzt ist es natürlich schön, wenn im Falle von Dominik aus dem Beitrag zum Beispiel die Maschine den Menschen unterstützt. Viele haben aber auch die Angst, dass die Gefahr besteht, dass die Maschine den Menschen ersetzen wird und dass das so kommen wird. Das sagen auch viele Experten. Jetzt würde ich gern von dir wissen, wo werden wir das als erstes spüren, dass der Mensch eigentlich obsolet wird, weil die Maschine dieselbe Arbeit macht und zwar besser? Also lustigerweise muss man festhalten, es gibt ja dieses Morawetz-Paradox. Also das ist ein österreichischer Wissenschaftler, Hans Morawetz, und der hat ja die Aussage getätigt, dass lustigerweise ausgerechnet jene Tätigkeiten, wo wir jahrelang, teilweise jahrzehntelang Spezialisierung und Ausbildung brauchen, dass solche einfacher automatisierbar sind als Tätigkeiten, wo ich quasi Kopf und Hände brauche. Und das heißt, der Arzt wird ersetzt, bevor die Krankenschwester ersetzt wird? Ja, ganz genau. Das ist auch, was Harari sagt, Yuval Harari zum Beispiel. Und generell würde ich vielleicht noch sagen, man redet immer davon, dass jetzt quasi Roboter den Menschen ersetzen werden oder Systeme. Aber wenn man sich das im geschichtlichen Verlauf ansieht, dann hat sich das im Nachhinein eigentlich immer als nicht ganz richtig herausgestellt. Also es gibt zum Beispiel in der New York Times Artikel, die sind in die 80er erschienen. Die haben damals gesagt, jetzt kommt Microsoft Excel.
wir brauchen keine Buchhalter mehr. Die trauen mir wetten, auch wenn nicht empirisch belegt, dass es heute weitaus mehr Buchhalter gibt als noch vor 30 Jahren. Die verwenden halt alle Excel, um andere Tätigkeiten damit auszuführen. Mhm. Also Stichwort, die Berufsprofile entwickeln sich weiter. Eine Frage möchte ich gerne noch schnell stellen zum Abschluss, weil je effizienter diese Systeme werden, desto mehr Verantwortung, kann man sagen, übernehmen sie auch in vielen Bereichen. Und wie viel Verantwortung kann man denn einem Roboter geben, ohne dass es gefährlich wird? Und wie kann man das dann regulieren? Da würde ich mit der Regulierung beginnen, weil lustigerweise ist es bereits seit mehreren Jahrzehnten reguliert. Nur hat es bisher im öffentlichen Diskurs keinen Eingang gefunden, weil einfach die Systeme noch nicht so weit sind. Zum Beispiel in der Datenschutzgrundverordnung, die ja letztes Jahr im Mai erschienen ist, da gibt es diesen Artikel 22, das heißt auch die Kafka-Regel oder der Kafka-Artikel. Mhm. In dem steht drinnen, dass eine Maschine, egal wie gut die Fähigkeiten sind, dass sie nicht kritische Entscheidungen treffen darf. Eine kritische Entscheidung ist jetzt zum Beispiel, wer kriegt eine Kur spendiert, wer wird vorgezogen bei einer kritischen Behandlung, wer wird in einem Unternehmen eingestellt, wer bekommt einen Kredit und so weiter. Also das gibt es eigentlich bereits, diese rechtlichen Grundlagen. Das heißt, da haben wir gesetzlich vorgesorgt. Clemens, ich danke dir für das Gespräch. Besten Dank. Die Menschheit will den großen Sprung zum Mars schaffen, mehr als 200 Millionen Kilometer entfernt. Eine Ärztin aus Österreich wäre gerne dabei. Heute noch im Magazin 1.